So, und weiter geht's mit den Leveln, beziehungsweise wir fangen jetzt erst an mit den Leveln. Ihr seht jetzt gerade schon, es ist deutlich schneller. Habe ich ja gesagt gehabt, dass wir einen Zeitraffer das machen. Weil, stellt euch mal vor, wir würden das jetzt Normalzeit machen, dann reden wir hier von knapp 2 Stunden. Das wäre natürlich dann 8 Folgen nur Leveln. So habe ich das Ganze auf 2 Folgen runtergespult. Ist natürlich schon mal was ganz anderes. Gleichzeitig seht ihr natürlich auch sofort, wie viele Monster hier sind, wie viel man ziehen kann. Deswegen wird es ja auch Levelwiese genannt, weil man einfach hier viele Monster trifft, die man ja gut ziehen kann und dementsprechend auch schnell im Level steigt. Das sieht man auch direkt bei mir. Ja, wir sind jetzt schon, oder? Bei meiner Figur hier sind wir ja schon fast Level 20. Geht also alles recht schnell. Ja. Zudem nebenbei lade ich natürlich Videos gerade hoch. Ist so jetzt gerade kein Problem. Weil ich ja jetzt nicht alles, weil das ja eben jetzt schon aufgenommen ist. Ist also weniger Arbeit für den PC, deswegen geht's. Nebenbei habt ihr ja gerade auch noch gesehen, man kann eben nur am bestimmten Bereich ziehen. Wenn man zu weit wegläuft, dann laufen die Monster eigentlich nicht mehr hinterher. Also kann ich natürlich nicht immer hier alle Monster ziehen, die ich sehe. Aber eben zum großen Teil. So, Level 20 haben wir schon erreicht. Ich könnte jetzt schon unsere Guisame anziehen, aber irgendwie habe ich gerade keine Lust. Da haben wir auch einen anderen Mitspieler. Und der fragt uns nach Equipment. Das zeigen wir dann mal schnell ausziehen. Wir sind hier höflich, deswegen zeigen wir ihnen das. Zeigen auch direkt mal unsere neue Waffe. Und ja, er findet es auf jeden Fall, dass es gutes Equipment ist. So, dann machen wir jetzt weiter mit der Guisame. Diese 5,8K, die ihr gerade gelesen habt, das bezog sich darauf, dass er, wie viele Lebenspunkte wir haben. Denn halt wollte er jetzt gerade mit uns Gruppe machen, aber das machen wir später mit der Gruppe. Und hier zeige ich noch einmal, dass ich das noch neues Equipment habe und dass wir dann eben bei Level 21 zu den wilden Generälen gehen. Nicht, weil es hier so schlecht ist, sondern einfach, weil wir dort vielleicht ein bisschen mehr Ruhe haben und weil wir ja den Jungen da nicht beim Leveln stören möchten nachher, weil zurzeit können nur wir leveln, er kann nur zuschauen, weil wir einfach zu viele Monster ziehen. Das ist immer das Doofe hierbei, wenn man so viele Monster ziehen kann. Ja, sonst gibt es nichts Großartiges, Interessantes hier gerade. Und ach, da war gerade ein Stein. Nebenbei hinten im Hintergrund sieht man halt, wer jetzt tanzt. Das geht mit einer Emo-Maske, die man im Shop kaufen kann. Aber wie gesagt, das ist für uns egal. Ja, sonst. Klar, wir sind jetzt auch schon fast Level 21. Also 20,5 sind wir gerade. Die diese Fertigkeitspunkte und die Statuspunkte, die werde ich nachher verteilen. Die werde ich jetzt nicht während der Aufnahme verteilen. Einfach aus dem Grund, dass man auch in Ruhe das mal ansehen kann, wo ich die verteile, wie ich die verteile. Das würde hier ja im Bruchteil einer Sekunde fertig sein. Da sieht man nicht wirklich viel, deswegen machen wir das nachher in Ruhe. So, zu den Generälen gehen wir aber auch, weil wir dort Hornbogen oder eben auch ein Vollmondschwert droppen können, beziehungsweise es wird gedroppt und dementsprechend haben wir da natürlich auch die Möglichkeit, gut da Geld zu verdienen.
beziehungsweise eben unser Equipment aufzubessern, wobei wir in diesem Fall nichts aufbessern müssen, da ja das ganze Equipment immer wieder von meiner Hauptfigur rüber gehandelt wird, damit wir hier auch schnell leveln können. Weil stellt euch mal vor, das machen wir jetzt nicht, dass wir jetzt leveln und dann ohne das Equip rüber, dann wären wir jetzt vielleicht gerade mal bei Level 15 maximal. Also es bringt schon was und ja, da ist gerade ein Fehler gewesen, dass da die Monster in diesem Bereich irgendwie ja keinen Schaden kriegen, dass wir die sozusagen nicht erreichen, obwohl wir direkt davor stehen. Ja, das sind eben so kleine Fehler. Und es gibt ja eigentlich so wie kein Spiel, was fehlerfrei läuft. Also, mir ist jedenfalls noch kein größeres Spiel, ja, was eben fehlerfrei ist. So, mittlerweile sind wir halt Level 20. Wir sehen zwar immer noch, dass wir Level 19 sind, aber wir sind Level 21 mittlerweile. Nicht 20, 21. Und dann können wir jetzt hier die Bogenschützen machen. Man sieht, trotz besseres Equipment, wir haben ja jetzt einen Eisenhelm drin, plus 9, und auch ein Fünfeckschild, plus 9 drin. Dadurch haben wir eine höhere Verteidigung und dennoch kriegen wir hier deutlich mehr Schaden als drüben. Bei den anderen hatten wir ja keinen Schaden gekriegt und konnten wir ohne Tränke auskommen. In diesem Fall müssen wir Tränke nutzen. Aber ich denke mal, das ist nicht ganz so wild. Wir haben ja Tränke mitgenommen. Und dafür sind ja auch die Tränke da, dass man die benutzt. Gut, ja. Generell dieses Hornbogen- oder Vollmondschwert droppen nur die wilden Bogenschützen. Also jetzt nicht die ST-wilden Bogenschützen oder die Generäle, das sind nur die wilden Bogenschützen. Aber da wir ja leveln, ist es ja relativ egal, welchen Monster wir hier töten. Hauptsache, die werden sterben. Sieht auch alles natürlich jetzt hier in Zeitraffer ziemlich cool aus, wie schnell die immer tot gehen. Aber es ist ja nicht nur die doppelte Geschwindigkeit, sondern die dreifache Geschwindigkeit. Bei der doppelten Geschwindigkeit wären wir eben auf 3 Folgen gekommen. Und so machen wir halt 2 Folgen draus. Ist auf jeden Fall deutlich angenehmer, als wenn wir ja, das Ganze eben, wie gesagt, uns 10.000 Folgen lang anschauen müssen. So klappt es schneller. Wenn es euch übrigens nicht gefällt, schreibt es ruhig im Kommentar, damit ich halt auch mich darauf einstellen kann, dass ihr sagt, nee, mach lieber wirklich das Leveln auch in einer normalen Geschwindigkeit. Sind zwar mehr Folgen, aber ist besser. Beziehungsweise wenn ihr wirklich sagt, ja, macht das doch ruhig öfter, dann können wir das auch machen. Keine Frage, aber ich werde es auch nicht zu oft machen. Weil durch das Ganze geht schon ziemlich viel Zeit drauf. Zum einen, das sind jetzt, wie gesagt, das sind etwas mehr als 30 Minuten insgesamt, die 2 Filme. Und Aufnahmezeit ist dementsprechend, ja, knapp 2 Stunden gewesen, nicht ganz. Und 2 Stunden aufnehmen, denn habe ich einmal falsch gerendert. So ein Rendern hat ungefähr einen halben Tag gedauert. Da sind wir also insgesamt bei, ja, so, wirklich, ja, ein Tag, 2 Stunden nur durchs Aufnehmen und Rendern und dann noch denn hier was dazu sprechen, das mache ich ja extra für die Leute, die jetzt sich wundern, warum das alles schneller läuft und ich ganz normal rede, wie gesagt, im Nachhinein bearbeitet.
Und dann macht es halt alles relativ wenig Sinn, das ständig zu machen. Dann haben wir wirklich zwar viel mehr Action in kürzer Zeit drin. Ihr könnt aber natürlich auch relativ wenig, also weniger erkennen. Und ich habe sehr viel Arbeit damit. Deswegen werden wir es nicht allzu häufig machen, wenn ihr es möchtet. Aber wir werden es natürlich machen, wenn ihr es möchtet. Wenn ihr es nicht möchtet, dann machen wir es halt nicht. So, wir haben bis jetzt mittlerweile auch noch nichts Besonderes gedroppt. Außer halt eine Flagge, die man zum Appen braucht. Aber die droppt man hier auch ein paar Mal öfter. So, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Wir sind mittlerweile Level 22, müssten wir sein. Also geht doch recht schnell, wenn wir hier bis Level 25 leveln. Und da sind noch zwei andere. Da können wir ja nebenbei so ein bisschen lauschen. War sehr interessant. Klar, durch den Zeitraffer ist es natürlich auch so, dass man, ja, man sieht schon, dass man nicht mehr alles unbedingt erkennt, aber ist ja nicht ganz so schlimm. Beim Leveln sieht man nur halt, dass sie uns zersterben. Und wenn wir Level 25 sind, dann sind wir auch schon ein ganzes Stückchen weiter. Dann machen wir wieder die ganzen Aufträge, die wir auch da haben. Da ist auch wieder unser Jagdauftrag für Level 20 erstmal, aber das machen wir später. Den Jagdauftrag und die anderen Quests können wir dann eben wieder machen. Bis dahin, wenn wir die fertig haben, sind wir auch wahrscheinlich schon fast Level 30 oder schon Level 30. Und dann haben wir auch genügend, ja, Zeit, das alles schön in Ruhe, ja, nachher die Quest abzuarbeiten. Und dann eben mit Level 30 haben wir eben noch ein paar mehr Möglichkeiten. Mittlerweile haben wir auch eine zweite Flagge gekriegt. Das heißt, mit Level 30 halt, ja, Spitzhacke, also Erze abbauen, dann gibt es halt das Angeln mit Level 30, das Heiraten würde sogar schon mit Level 25 gehen, Gilde geht mit Level 40, also wir kommen jetzt wirklich an den Sachen, wo wir auch mehr Möglichkeiten haben, als nur Quests machen und nur Monster töten. Was ich halt immer noch nicht gemacht habe, ist halt, dass wir hier mal eine Gruppe gründen. Wird aber noch passieren. Und was wir auch noch nicht gemacht haben, ist halt ja, einen Shop zu öffnen. Aber auch das wird irgendwann mal passieren. Mittlerweile könnte ich auch schon Aura auf M1 haben, wenn ich jetzt die Fertigkeitspunkte schön weitermachen würde. Aber da hatte ich ja gerade schon gesagt, machen wir, wenn wir wieder auf normaler Geschwindigkeit sind, damit ihr auch das gut erkennt. So, wir haben immer noch nichts Besonderes gedroppt. Jetzt haben wir da Perlenohrringe gedroppt, aber die sind uninteressant. Und ja, die Hoffnung stirbt natürlich zuletzt, dass wir hier vielleicht auch mal ein Vollmondschwert oder einen Hornbogen droppen. Das wäre natürlich schon sehr nice. Damit hätten wir dann schon, ja, mal was Besonderes. Bisschen mehr was Besonderes, sagen wir es mal so. Gut. Ja, warum habe ich eigentlich Kampfrausch nicht an? Ganz einfach, weil das zurzeit so gut wie nichts bringt. Das ist 1% mehr Angriffsgeschwindigkeit. Und ja, darauf können wir eigentlich relativ gut verzichten. Man sieht aber auch schon deutlich, wie viel Geld wir hier einsammeln. Und das sind eigentlich immer nur relativ wenig Yang, die wir hier sammeln. Jetzt hatten wir gerade mal 100 Yang mal aufgesammelt, sind aber auch schon mal nur 50 Yang oder ähnliches. Und auf Dauer ist es halt schon eine Menge.
Also sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen, das Yang immer aufzusammeln, vor allem am Anfang, ist eben 100.000 oder 200.000 Yang schon eine ganze Menge. Gut, die sind dann auch bald erledigt. Oder wir sind jetzt schon bald Level 23. Dann haben wir ja schon mehr als die Hälfte geschafft, auf jeden Fall. So, das ist jetzt Level 23. Somit fehlt uns jetzt ja noch zwei Level. Aber auch das kriegen wir, denke ich mal, gut hin.